Heute machen wir einen anderen Schlüsselanhänger. Da lernen wir wieder was Neues. Auf geht's. Damit wir gleich von vornherein sehen, worauf wir da hinaus wollen, ich hab das ja da schon gemacht, gell? Das schaut so aus. Der hat also jetzt auf der Vorderseite und auf der Hinterseite die Schrift drauf. Einmal verkehrt rum und einmal gerade. Und wie wir zu der Form kommen, das lasse ich euch jetzt da miterleben, wie wir das gemeinsam machen. Also, wie immer habe ich angefangen, einmal da fein ist gleich 150 hinzuschreiben. Damit haben wir mal das erste erledigt. Dann lernen wir jetzt gleich das erste neue. Gell? Dazu brauche ich folgendes. Ein Circle. D ist 10. Dollar. Dollar FN ist fein. Ende. Strichpunkt. Damit haben wir jetzt schon den ersten kleinen. Als nächstes muss ich den Kreis verschieben. Das ist mit Translate gegangen. Und zwar ist da vorgegeben in X-Richtung. Ich verschiebe den jetzt einfach mal um 10. Jetzt ist er da heraus. Und die Funktion, die wir da neu lernen, die heißt Rotate Extrude. So. Und da müssen wir noch ein paar Sachen hineinschreiben. Und zwar Convexity. Convexity ist gleich 10. Dollar FN ist fein. So, und was jetzt passiert, schaut so aus. Jetzt habe ich da ein Donut. Das ist halt in alle Richtungen so gleich. Der Satz hört nicht mehr auf. Der hat also diesen Kreis genommen, der da verschoben worden ist, hat ihn um 90 Grad gedreht und um 360 Grad herumgeführt und schon haben wir da ein Donut. Ihr könnt euch erinnern, der Schlüsselanhänger ist aber so zusammengedrückt. Das heißt, ich mache am Anfang noch ein Scale. Und zwar 0,8. Dann schaut er schon ein bisschen schmäler aus. Ich glaube, es gehört fast noch ein bisschen weniger. 0,5. So passt das gut. Ja, und jetzt kommt's. Gell? Ich brauche da noch einen zweiten Donut und muss den zweiten dann da verschieben. Und bevor ich das jetzt alles doppelt schreibe, sage ich ganz einfach, weißt du was? Das Teil da, da mache ich mir einfach ein Modul draus. Da sage ich einfach STRG C und das schreibe ich mir da unten drunter. Module. Und zwar was? Gell? Das kommt da alles hinein. So, STRG V, da steht das jetzt drin. Ich tue das jetzt einfach ein bisschen schöner da. So, dann sieht man das. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Durchmesser so hineinschreibe und da der Durchmesser ist dm, dann ist das also ein Parameter, den man da übergeben kann. Und wenn ich da oben jetzt sage, so, da brauche ich jetzt nur mehr schreiben, hoppala, das hat noch keinen Namen, Module, Donut. So, jetzt passt's. Das heißt, ich kann dann da heraufgehen. Das. Ja, das haben wir zu viel. So. Und da schreibe ich einfach Donut und sage ihm, das soll 10 sein. Fertig. F5. Schaut so aus, als ob sich nichts getan hätte, aber eben, es hat sich genügend getan. Und wenn ich dann sage, das war der erste, dann mache ich einen zweiten, den nenne ich Translate. Machen wir es mal so. Den tun wir jetzt da irgendwie um, was weiß ich, 50 in die X-Richtung verschieben. Und zwar Donut 10. Strichpunkt. Und schon ist er da. Allerdings ist der noch dick, das heißt, ich kann das Scale einfach über beide ziehen, indem ich sage, von da bis da
F5. Dann habe ich es. Okay, ich brauche also dann dieses Modul, zeigt da unten, nicht nochmal schreiben. Ich kann das sogar zuklappen und damit stört es mich nicht mehr. So. Um diese beiden Donuts mache ich eine Hülle. Hall. Geschwungene Klammer auf. Geschwungene Klammer zu. F5. Ja, da bin ich gespannt, ob der jetzt passt. Der hat es geschafft. Also, vielleicht sollte ich da doch runtergehen auf 50. Das schaut zwar jetzt gröber aus, aber das geht dafür schneller. So, dann habe ich mir gedacht, ich mache da einen Wulst dorthin, wo ich den Schlüsselanhängerring durchfadeln möchte. Ja, dazu tue ich da jetzt einfach mein Modul da ein bisschen abändern. Ich tue nämlich nicht nur den Durchmesser eingeben, sondern auch Translate. Okay. Und das ist da das 10. Dann schreibe ich da eine TL. Und bei der Übergabe muss ich natürlich da dann schreiben 10. Beistrich 10. Geht's noch? Geht noch. Weil dann kann ich nämlich einfach sagen, okay, Wulst, Donut, und den machen wir jetzt 7 Beistrich 7. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So schnell geht das. Und als letztes, ich meine, die Wulst kannst du da bleiben, aber da ist die Hülle. Und da müsst ihr jetzt noch die Bohrung durchmachen. Also schreiben wir da hin. Zylinder. D ist, fangen wir mal an mit 5. H ist 20. Dollar FN ist Fan. Dann ist er genau da drinnen. Und den tue ich einfach hinunter verschieben. Translate. Und so in Z-Richtung um minus 5. Hoppla, das ist nicht minus 50, minus 5. So geht er jetzt genau durch. Vielleicht müssen wir den Durchmesser doch ein bisschen größer machen. Könnte passen. Ja, ein bisschen noch. 10. Gut. Und wenn das da ist, dann kann ich ja sagen, Difference von Hülle minus Zylinder, und fertig ist er. Das schaut gut aus. Z lassen wir nach oben gehen. Das Programm ist eigentlich recht kurz jetzt besetzt worden. Gut. Als nächstes brauchen wir nur einen Text. Da habe ich einen Text vorne und einen Text hinten. Das werden wir also so machen. Wir haben einen Text. Ich schreibe am Anfang dahin, Name ist gleich, und dann nehmen wir jetzt einmal meinen. Tja, wie lang ist der Name? Len. Name ist gleich die Länge von Name. Das schaut ein bisschen komisch aus, als ob ihr nicht recht schreiben könnt, aber in dem Fall geht es nicht um die Länge, sondern um die Length im Englischen. Und ob er das jetzt richtig macht? Da könnt ihr einfach sagen, schreiben wir das doch einfach hin. Gell? Was schreibst du hin? Was habe ich als Name eingegeben? Und was habe ich da als Name, als Länge? Strichpunkt F5. Dann steht das nämlich da, Echo, der Name 9.
Okay. Die Länge vom Namen, die mache ich mir einfach zum Nutze, um herauszufinden, wie weit ich da diesen rechten Donut verschieben muss. Ich kann das einfach mit, was weiß ich, da muss man mit 10 multiplizieren, F5. Dann schreibt man da hin 90. Und ich könnte ja da unten bei. Da muss ich selber suchen gehen. Da habe ich zum Beispiel anstatt 50 schreibe ich jetzt eine Len Name. Jetzt dauert es wieder. Das ist gescheit anstrengend für das Kastel. Also ist er da länger. Das passt. Dann haben wir gesagt Font. Dann nehmen wir wieder das. Calathea Size nehmen wir 12. Das haben wir ja schon gehabt. Weil dann kann ich nämlich schreiben. Das machen wir dazu. Donut machen wir zu. Da kommt der Text. Also, was schreibe ich in dem Text? Ich schreibe den Namen. Size ist gleich, lustigerweise habe ich das Size genannt. Font, habe ich gesagt, heißt Font. Und dann haben wir noch gehabt, V Align ist Center. Das sollte inzwischen da noch. $FN ist fein. Jetzt zeigen wir natürlich dort die Schrift noch nicht, gell? Module Name. Da brauchen wir nichts übergeben. Aber ich kann da schreiben Name und gebe dem eine Farbe. Color Red. Zack, den haben wir da. Und da in dem Modul machen wir gleich noch eine Erweiterung. Und zwar Linear Extrude. Convexity ist 2. Ui. Height ist 10. Das passt gut. So hoch muss der aber gar nicht sein, gell? 5. Das passt schon. Okay, und da sehen wir schon wunderbar, das ist da genau zentriert. Linear, passt. Und dann sollten wir das noch verschieben. Und zwar Translate und zwar nach rechts in X-Richtung. Probieren wir es da mal mit Zähne. Was macht er da? Bisschen mehr. 15. Das ist gut. Und jetzt kommt das, was ich zuerst gemeint habe mit der Spielerei. Ich kann da hinten ja sagen, okay, es muss ja vielleicht nicht so weit sein. Das passt. Und dann kann ich da Steuerung C, das einfach kopieren. Steuerung V, dann die Hinterseiten sage ich einfach, die ist blue. Und die tun wir rotieren. Rotate. Und zwar um die X-Achse. Und zwar um 180 Grad.
Und John habe ich auf der anderen Seite das. Das passt gut. Jetzt probieren wir das gleich aus. Wen nehme ich denn da? Nehmen wir mal Andy. Das ist ein kürzerer Name. Text und da muss ich mitspielen und einfach sagen, okay, dann nehmen wir das halt da 10. Ja, 11. Vielleicht sollten wir es doch nicht so weit verschieben, Translate um 15, sondern probieren wir es einmal nur um 12. Ah, jetzt habe ich den auf der Hinterseite verschoben. 10 hätte jetzt schon passen so. Müssen wir auf der Vorderseite auch 10 machen. Und dann können wir da oben auch den 10er lassen. Gut. Andy funktioniert. Eva ist noch kürzer. Aber das haut so hin, gell? Das sind kurze Schlüsselanhänger. Das brauchen wir noch einen langen Namen. Irgendeinen Doppelnamen. Nehmen wir einen Thaddäus. Ja, das schaut so lang aus wie Christian, aber sollte eigentlich auch hinhauen. Thaddäus Franz. Jetzt habe ich einen Doppelnamen. F5. Wer heißt denn schon Thaddäus Franz, gell? Aber haut hin. Ja, da hätte es jetzt dann doch wieder angepasst. Beim Thaddäus Franz würde ich das jetzt da hinten nur auf 9 setzen. Aber das sind ja noch Kleinigkeiten, die man dann, wenn man da mehrere Schlüsselanhänger macht, einfach gerade nicht mehr eingeben braucht. Ja, siehst du, das passt schon. Wen haben wir denn da noch? Nehmen wir die Linnea. Jeder kennt die Linnea, gell? Ja, ich glaube, das passt. Gell? Das passt vorne und hinten. Dann sage ich da Datei speichern unter und das nennen wir jetzt. Den habe ich schon einmal gehabt, gell? Dann über gestern, Schlüsselanhänger neue 2, dann nenne ich den jetzt neue 3. Speichern. Tja, und dann kommt jetzt wieder der nächste Sache. Das heißt, wenn es jetzt so weit ist, dass wir den. Wir sind noch nicht so weit. Weil so, spätestens jetzt sollte es euch auffallen, so ist die Druckerebene, das funktioniert nicht. Der kann nicht ins Nichts hineindrücken, drucken. Das heißt, da haben wir die Module, da ist die Difference. Alles, was wir haben, spielt sich da ab. Das heißt, erstens, ich muss das Ganze drehen. Rotate. Und zwar. Und zwar alles. Also, hier fange ich an. Und hier höre ich auf. Rotieren tue ich das jetzt um die X-Achse. Um 90 Grad. So. Also es ist einmal aufrecht. Dann muss ich das Ganze hochschieben. Ja, da schaue ich jetzt wieder. Unser Donut. Kriegen wir das da raus? Translate. Und zwar von hier bis hier. Den tun wir jetzt in die Z-Richtung verschieben. Puh. Und das 10. Das ist ein bisschen mehr, gell? So. 15. Und bei 15 steht es genau wie ein Schiff da. Da. Passt.
Fertig. Weil unten da diese Adhäsionsschicht, das machen wir nachher im Cura, passt. Das heißt, jetzt brauche ich nur mehr sagen, Steuerung S, jetzt ist es gespeichert. F5, war zu früh. Ich möchte nämlich da die Feinheit auf 150 ändern. Steuerung S, F5. Es dauert. Ah ja, passt. 1 Minute 20 hat das jetzt braucht zum Rendern. Dann drücke ich jetzt noch F5 ganz beherzt auf F6. Jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert. Zu früh, Pauli. Da muss noch der Glockenton kommen. Ja, nicht, nicht, nicht. Oh, was hast du denn gemacht? Ah, jetzt ist fertig. Das war der F6. Da drücken wir noch F7. Da brauche ich eigentlich nur mehr Enter drücken. Gespeichert. Wenn da jetzt nicht mein Kater wäre, würde ich doch glatt da Cura starten. Aber das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Mist. Schnell, während der Pauli gerade fressen tut. Ich sage also da öffnen. Na, das war falsch. Schule Digital Open SCAD Schlüsselanhänger 3 war das. STL. Und der 3 cm, den habe ich glaube ich immer kleiner gemacht. Das geht sich aus. Passt. Und damit das funktioniert, muss ich da sagen, an Support und die Adhäsion. Dann sagen wir Slice und schauen mal, was da passiert. Eine Stunde, Save, passt. Fertig. Jetzt gehe ich wieder da hinüber drucken und wenn es fertig ist, zeige ich euch das Ding. Passt. Bis später. So, ich habe das jetzt einmal ausgedruckt und bin drauf gekommen, so geht das nicht gut. Weil diese Support-Dinger, die machen mir da die Buchstaben kaputt. Jetzt habe ich das da. Jetzt habe ich das da einmal geändert und habe da die Höhe der Buchstaben auf 3,8 verringert, von 5 auf 3,8. Damit sind die Buchstaben nur mehr so ein bisschen so herausstehend. Und das schafft, glaube ich, der 3D-Drucker, dass er sie so ohne Unterbord. Dass er sie ohne Unterstützung druckt. Gut. Dann machen wir also jetzt wieder den gleichen Spaß. 150. Steuerung S für Speichern. Gerendert ist es. F6. Lange warten. Das war jetzt eine Geduldsprobe. Gell? Steht da unten vielleicht zufällig, wie lange das dauert hat? 2 Minuten. Gescheit lang. F7. Ja, das lasse ich einfach gleich speichern. Ja, möchte ich. Passt. Cura. Öffnen. Markieren. Dann habe ich gesagt, bei der Größe 70%. Das passt genau. 70. So, und da sagen wir Support weg. Adhäsion, ja. Passt. Slice. Geht auch schneller zum Drucken. Save. Passt. Und damit geht zum Drucker und dann schauen wir in einer halben Stunde, wie es dann ausschaut. Okay, also man sieht schon, das ist das Alte. Und das ist jetzt das Neue. Kein Vergleich. Vorderseiten, Hinterseiten. Beim einen habe ich mir da gespielt, das herauszulösen. Ja, da sieht man nachher schon,
Da stehen die Buchstaben weiter heraus als wie da. Das macht da überhaupt nichts, das ist wunderbar lesbar. Also, das ist jetzt der kleine Schlüsselanhänger. Und da habe ich nachher noch ein Lederbandel. Das tue ich jetzt da mal hinein. Und schon hat man da einen netten Schlüsselanhänger. So, und dann kann man Namen lesen. Einer. Netter Knoten. Passt.